Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Komm schon, sammle die Beeren. Ja. Zu. Aloy. Nee, Horizon Zero Dawn. Gut. Jetzt isst die Beeren. Cool. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. So, genau, letztes Mal haben wir... Dieses Tal ist nur ein Teil von Jonas Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Darf ich wieder? Genau, letztes Mal haben wir unser kleines Spielzeug gefunden, das an Aloys Ohr. Und haben ein bisschen, ganz bisschen was über die Geschichte oder die Vergangenheit gesehen. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ich finde die Animation so süß. Aloy, eine Maschine kommt. Runter. Und folge mir in das hohe Gras. Dieses Tippeln. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Achte auf ihn. Okay. Das war der letzte. Weiter geht's. Wo war der? Ich hab den halt echt nicht gesehen. Was denn? Ich bin ein Kind, ich kann auch nicht alles sehen. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Tipp, 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 tipp. Dein Umhang ist ziemlich cool. So lauter Federn. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Tja, das mit den Ausgestoßenen ist halt immer so eine Sache, ne? Also irgendwo hat das mit den Ausgestoßenen auch Sinn. Aber wenn es halt generationsübergreifend ist, ist es halt echt alles andere als fair. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern.
Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folgt mir. Du zeigst mir, wie man Steine benutzt. Okay. Oh Mann, ich mag das wirklich, wie die animiert wurde. Einfach nur süß. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hat funktioniert. Okay, einfach F gedrückt so, halten. Komm, jetzt ist es sicher. Und dann einfach loslassen. Nichts mit linker Maustaste oder so. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Ah. Also. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Das ist wahr. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Folge dir. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer, eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Weiter feuern! Nochmal! Aloy, pass auf! Treffer! Weiter feuern! Das war ja jetzt klug.
Ich dachte, ich könnte irgendeinen Nahkampfschlag machen. Aber ja. Gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Ja. Lass uns gehen. Definitiv. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Woher weiß sie jetzt, dass das die Kriegerpfade waren? Hat er nicht erzählt. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Die Wächter. Da ist noch ein Wächter, da ist ein Wächter. Ich muss das langsam machen und leise. Warte, aber der schaut jetzt zu uns. Ist ja lieb von dem, der hat gewartet, bis ich gekommen bin. Markiere ich die Spur. Aber ich kann es nur von einem. Okay. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich hätte locker dahin gehen können. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ja, siehst du doch. Fast geschafft.
Oh, ein Fuchs. Aber ja, der rennt vor mir weg, aber nicht vor dem anderen. Okay. Da ist er. Oh. Los one. Lass mal was trinken. Tut so, als wäre das was Besonderes. Ist das möglich? Also selbst ohne könnte ich das. Ah, ja. Naja. Spielzeug. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und ich... du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Entscheidungspunkte bieten möglich. Oh nein. Stimmt, da war was. Eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust, dann stellt sich. Oh nein. Ich wollte. Ich, ja, aber ist ja easy, ne? Ziele auf seinen Kopf. Schlag er ihn den Stein aus der Hand. Lass den Stein fallen. Also das Gehirn da ist, glaube ich, durchdacht, dass da ist einfach lieb und das da ist böse. Oder beziehungsweise nicht böse, sondern ja, nennen wir es mal angriffslustig. Also an sich würde ich den Stein fallen lassen, weil wir haben ihn gerade gefangen. Also können wir es nochmal machen. Andererseits ist sie gerade sehr aufgewühlt. Also sie würde wahrscheinlich das da machen.
Vielleicht wäre das Spiel wirklich besser für Streamen, weil dann könnte ich mit euch diskutieren drüber. Ich lass ihn mal fallen. Oder? Ja. Stopp! Haha. Blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Oh Gott, ist die süß. Cooler Übergang. Kühler. Oh, der ist so stolz. Hey, looten nicht vergessen. Rost? 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 Wo ist er?
2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. So, Stufe 3 erreicht. Gut. Fähigkeiten, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ich bin echt gehypt. Also, macht voll Spaß. Gut, dann ja, bis nächstes Mal. Und schaut gerne auch beim Stream vorbei. Ja, bis dann. Macht's gut. Bye, bye.